Der endobronchiale Ultraschall ist eine Kombination aus einer Bronchoskopie und einer Ultraschalluntersuchung. Wir unterscheiden da zwei verschiedene Methoden. Das eine ist der Einsatz von radialen Ultraschallsonden über den Arbeitskanal eines herkömmlichen Bronchoskopes. Und das andere ist der Einsatz von speziellen Ultraschallbronchoskopen, die einen integrierten Schallkopf an der Bronchoskopspitze haben. Die Untersuchung wird wie eine normale Bronchoskopie durchgeführt. Das heißt, sie kann in Lokalanästhesie mit Zugabe einer Sedierung, das heißt von Medikamenten, die den Patienten schläfrig machen, durchgeführt werden oder aber auch in Vollnarkose. Bei der Untersuchung des Mediastinums, also der Lymphknoten im Brustkorb, setzen wir häufig das Ultraschallbronchoskop ein, haben dann Kontakt zur Schleimhaut, können die Strukturen, die Lymphknoten, die Targets sehen und dann unter Sicht eine Nadelbiopsie durchführen. Bei dem radialen Ultraschall führen wir, wie gesagt, die Sonden über den Arbeitskanal ein und müssen dann, nachdem wir die Rundhärte detektiert haben, weitere Instrumente vorschieben, um Proben zu nehmen. Den endobronchialen Ultraschall setzen wir insbesondere dann ein, wenn wir Patienten haben, bei denen der Verdacht auf ein sogenanntes Bronchialkarzinom besteht, das heißt auf einen Lungenkrebs. Wir nutzen die Technik für die Diagnostik, also um die Diagnose zu sichern, aber auch um die Tumorausdehnung festzulegen und um festzustellen, ob der Patient möglicherweise noch operabel ist oder welches die bestmögliche Therapie für unsere Patienten ist.